Herzlich willkommen in Meister Frickels YouTube-Studio. In diesem Video geht es um alle meine Luftdrucksachen. Die möchte ich gerne mal ordentlich positionieren und aufhängen und mir dafür ein Aufhängesystem bauen. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. So, als allererstes muss man natürlich gucken, was hat denn jedes Teil hier gleich? Die haben ja alle diese, sind ja alle komplett unterschiedlich geformt, gemacht, getan. Und was ist bei jedem Gerät grundsätzlich immer gleich? Genau hier dieser Aufnahmepunkt. Die sind überall gleich, weil das ist der Punkt, wo ich am Schlauch dran gehe. Ja, und ich denke mal, daran können wir auch was aufhängen. Natürlich wollen wir das so aufhängen, dass wir nichts verletzen, weil das ist eine kritische Stelle. Wenn ich hier was dran verletze, wird es hinterher nicht dicht. Ja, dann pfeift die ganze Zeit, nervt ein, wollen wir auch nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, dafür nehmen wir ein schönes KG-Rohr und daraus basteln wir uns einen schönen Halter. Wie wir es genau machen, das zeige ich euch jetzt. Also wie ihr seht, habe ich hier schon mal ein paar Sachen angezeichnet. Das sind die Abstände, wo ich jetzt das machen möchte. Dann bin ich hingegangen, habe das Ende hier schon mal abgeschnitten und habe es festgehalten. Hab mir dieses, da ist ja diese Dichtung drin, die habe ich rausgeholt und habe mir hier, wie ihr seht, vielleicht habe ich mir schon mal so zwei Markierungen gemacht, hier und hier. Und hier ist ja eine Markierung schon mal dran. Die habe ich für folgt gemacht. Einfach meinen Abstand genommen. In meinem Fall habe ich jetzt immer alle 10 cm einen Strich gemacht. Dann habe ich das Rohr flach hingelegt, den Stift genommen, angehalten und schön durchgezogen. Damit bin ich nämlich sicher, dass alles gleich ist. Nicht das eine hier, das andere hier oder das hier ist. Um jetzt denselben Abstand hinzukriegen, habe ich mir hier zwei Markierungen drauf gemacht. Und jetzt kann ich hingehen, ja, mit dieser Markierung weiter fortführen. Das heißt, ihr seht, hier ist die Markierung auf dem Strich. Hier mache ich mir jetzt eine Markierung, dann weiß ich, wo ich nämlich schon mal die ersten Löcher setzen muss. Das mache ich natürlich jetzt auf dem ganzen Rohr. So, Markierungen sind alle gesetzt. Jetzt fange ich an zu bohren. Nehme ich mir jetzt erstmal einen Viererbohrer und bohre alle vor. So, nachdem ich die alle mit 4 vorgebohrt habe, müssen wir jetzt erstmal ermitteln, was ich denn als nächstes bohren muss. Einmal Messschieber und messen. Kommen hier auf Maß von 9, noch was. So, dann bohren wir jetzt 9, aber nur auf einer Reihe. Dann messen wir wieder und dann gucken wir mal, was wir hier oben haben, weil damit müssen wir ja durch. Dann komme ich hier auf ungefähr ein 12er Loch, damit ich jetzt auch weiß, bis wohin ich bohren muss, markiere ich mir das mal hier. Weil bei so vielen Löchern willst du ja nichts falsch machen. Ne? So, dann bohren wir direkt bis 12 durch. Gucken wir, ob passt. Ah, Spack. Aber es geht. Also lassen wir es so, alle bohren. Einmal alles in Geraden hier. Nachdem wir jetzt unsere Partflöte fertig haben, könnte man was sagen, müssen wir jetzt ausschneiden von dem Loch zu diesem Loch, damit wir nämlich da quasi was reinkriegen. Ja.
Und mit Schutzbrille auch sicherer. So, ihr habt gesehen, ich habe dieses Teil hier benutzt. Ich verlinke euch mal eins unten, die sind super praktisch. Wenn ihr so KG-Rohre normal verlegt, jetzt nicht hier so besonders, hier habt ihr gesehen, war schon was schwieriger, aber wenn ihr jetzt normale Sachen hier wie hier macht, abschneidet einfach und ihr habt so ein Grat dran, geht ihr einfach nur einmal mit den Dingen rum und habt sofort, wie ihr seht, alles einmal schick entgratet. Die Dinger sind echt gut, habe ich schon Ewigkeiten. Ja, jetzt können wir eigentlich schon hingehen. Dinge an der Wand machen, ne? Bin mal gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Die Stelle, wo ich es aufhängen will, habe ich schnell gefunden und ich habe mir besorgt im Baumarkt so Schellen hier. Einfach zum Holzgewinde, zum Festmachen. Die Schellen kann ich hier dran machen. Ich habe mir davon 4 Stück besorgt, weil ich auf der Länge natürlich auch Angst habe, dass das durchbiegt. So kann ich jetzt mehrere Schellen auch zwischendurch aufhängen. Und ja, das mache ich jetzt mal eben. Ich bohre es mit 4,5 vor. Ich werde es hier nicht anfangen, das System zu benutzen, sondern ich werde mir hier die Gerade zu nutzen nehmen. Fang mal hier an. Und schraube die erste Schraube rein. So, ich lasse ein bisschen Abstand von der Wand, weil manche Geräte ja ein bisschen bauchiger, dicker sind und so, damit das auch alles schön abhängen kann. Zack, und schon fertig, erst drei, total schnell. Ja, jetzt kann ich hingehen, meine ersten Luftdrucksachen anhängen. Ihr seht, das ist schon dran. So Leute, wie ihr seht, ratzfatz ist das Ding auch wieder voll. Also ich habe sogar noch so viele Geräte, die auf jeden Fall voll hängen kann. Aber man sollte natürlich das aufhängen, was man eigentlich eher öfters braucht. Und das habe ich jetzt hiermit getan. Mega, ich bin total zufrieden. So, aufgepasst Leute, es war noch nicht alles. Ich habe noch ein super kleines Projekt gemacht. Das könnt ihr auch bei Insta sehen. Da zeige ich euch immer genau das, was gerade passiert, was ich jetzt gerade in der Werkstatt mache. Und da habe ich auch gezeigt, mein Lademanagementsystem. Was soll das bedeuten? Lademanagementsystem, ganz einfach. Jeder kennt das Problem. Ihr geht hin und macht super Projekte und auf einmal ist irgendein Akku leer. Ihr nehmt den Akku, schmeißt ins Ladegerät, nehmt einen anderen Akku, macht euer Projekt weiter. Irgendwann ist Feierabend, geht rein und dann ist gut. Was ist los? Ihr habt den Akku vergessen. Entweder ist der Akku bis dahin schon längst vollgeladen oder ihr fangt gerade an zu laden und dann vergesst ihr den, kommt 2-3 Tage später wieder in den Schuppen und stellt fest, oh, der Akku ist immer noch im Laden. Erstmal ist das Stromverbrauch.
dann ist das bestimmt auch nicht gut für den Akku und für alle Geräte. Und deswegen habe ich mir so ein kleines Lademanagementsystem gebaut. Total einfach, total günstig. Und da möchte ich ganz kurz mal drauf eingehen. Mein Lademanagementsystem sieht wie folgt aus. Ich bin einfach hingegangen, habe mir irgendwo einen Platz gesucht. Hier habe ich ein Brett, da kann ich viel dran schrauben. Fand ich ziemlich gut. Und habe dann hier oben einfach mal noch ein zweites Brett dran geschraubt als Regal. Hier kann ich Sachen drauflegen. Oder habe hier so Löcher reingemacht. Die Löcher habe ich angesenkt mit dem Kegelsenker und eingeschnitten, damit hier dieses Ladekabel reingeht und ich nach unten durchfahren kann. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, sämtliche Sachen drauf abzulegen. Oder sogar hier mein Mikrofon kann ich anschließen und hier einfach reinmachen. Hier oben sind die Akkus von der Kamera zum Beispiel. Und wenn man da hinschaut, sieht man, hier hängen auch Ladegeräte. Alles in allem habe ich alles schön irgendwo so ein bisschen systematisch und aufgeräumt. Ich habe aber schon seit wirklich Ewigkeiten, aber ich sag mal ein halbes Jahr oder so, na dreiviertel Jahr schon, habe ich mir dieses kleine Gerät hier gekauft, was hier unten in der Ecke ist. Das Herzstück von meinem Lademanagementsystem ist nämlich genau dieses Teil hier. Man könnte es auch hingehen, einfach irgendeinen anderen Timer nehmen, der irgendwie rückwärts läuft. Das habe ich hier bei Amazon gefunden, kostet, ich glaube, 14 Nowatt, also 15 Euro, sage ich mal. Und hier habt ihr die Möglichkeit, ihr habt hier so einen Druckschalter drauf und hier habt ihr Dioden. Und wenn ihr einmal drauf drückt, dann geht es 15 Minuten, die nächste Diode ist halbe Stunde, dann eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden und acht Stunden. Acht Stunden ist die Zeit, die man am längsten einstellen kann. Das hängt dann hier unten alles drin. Und hier unten seht ihr so eine lange Steckdose, wo alles dran ist und alles so verteilt wird. Ja, und wenn ich jetzt hier auf die Steckdose drauf drücke, dann seht ihr, gehen schon alle Geräte an. Habe ich jetzt 15 Minuten, drücke weiter, halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, vier oder acht Stunden. Und dann können die Dinger einfach vor sich hinladen. Und das machen sie dann so lange, wie ihr die Zeit eingestellt habt. Also ich mache eigentlich in der Regel, wenn ich nur Kamera-Equipment laden will, gehe ich auf vier Stunden. Oder wenn ich mal so riesen Akkus laden möchte, gehe ich auch gerne auf acht Stunden. Ist der große Akku nicht 100% voll, weil er vielleicht komplett leer war und länger braucht, weil der große Akku, den ich habe, der braucht glaube ich 16 Stunden, dann mache ich das halt nochmal. Aber im Großen und Ganzen sind die ganzen Akkus, die ihr zu Hause habt, eigentlich in der Regel so mit acht Stunden geladen. Und dann schaltet sich das alles ab. Auf jeden Fall braucht ihr euch dann keinen Kopf mehr machen, dass ihr zu viel Strom verbraucht, dass ihr irgendwelche Akkus zu lange laden oder die zu heiß werden oder sonst was, weil irgendwann schaltet sich das ab und bleibt dann auch aus. Also war mal so ein kleines Beiwerk, kein Einzelprojekt, aber das wollte ich euch unbedingt nochmal erzählt haben. Und was ich noch gemacht habe, Meister Frickel ist glaube ich der Erste, der sich eine Waschmaschine in die Werkstatt zimmert. Ja, eigentlich Zufall. Ich wollte unbedingt hier ein Waschbecken bei mir in der Werkstatt haben. War mir unheimlich wichtig und ich habe hier echt die Möglichkeit gehabt, von ganz nah hier Wasser zu holen und Abwasser liegt hier drüben, zufällig durch die Wand auch. Und dann hat es sich quasi angeboten, hier einfach mal ein Waschbecken reinzumachen. Und dann hat sich irgendwie ergeben, dass ich eine Waschmaschine geschenkt gekriegt habe. Wir haben quasi jetzt eine zu viel und weil ich mir denke, so eine Waschmaschine muss auch hin und wieder mal laufen und einfach, damit sie auch am Leben gehalten wird, habe ich gesagt, weißt du was, tust du einfach hier in der Werkstatt, kannst du deine Putzlappen, wo du das Auto mit polierst und so, schön waschen. Frau freut sich, weil das ist dann nicht mehr in der Wohnung. Ja. Und wenn ich hier mal was geputzt habe, mit so Mikrofasertücher, schmeiße ich einfach da rein, wenn das Ding voll ist, mache ich es an und bin glücklich. Ja, und ich weiß auch nicht, wohin mit dem Ding, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das nächste ist, wie wäre es denn auch mit Warmwasser? Ich habe schon seit super, super ewigen Zeiten Gerätschaften hier liegen, um Warmwasser zu erzeugen. Nicht einfach irgendein Warmwasserboiler auf Strombasis, sondern anders. Und wie ich es da genau mache und was da genau kommt, das zeige ich euch natürlich in einer meiner nächsten Videos. Ich hoffe, dieses Video mit den ganzen Informationen hat euch gut gefallen und ihr konntet was draus mitnehmen. Entweder Lademanagementsystem oder wie ich das Luftdruckhaltesystem zusammengenagelt habe oder ihr seid schon neugierig darauf, wie ich Warmwasser erzeuge. Naja, für dieses Video für einen Daumen hoch würde ich mich mega freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Abonniert es kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren und ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Euer Meister Frickel. Haut rein!